So, heute sind wir wieder zu Hause. 6 Uhr morgens. Hey, wir müssen bald arbeiten. Obwohl, nee, warte mal. Heute muss er. Nee, heute ist Dienstag. Er hat Glück. Er hat Glück. Paket erhalten. Lieferung für den Herrn Lommel. Ich? Sind du wieder? Ramona und ich verstehen uns ziemlich gut. Ramona und Gregor allerdings auch. Aber wenigstens ist Diva zufrieden. Ich sollte wirklich langsam anfangen, das Essen für den Maskenball vorzubereiten. Schließlich soll ja keiner verhungern. Das ist richtig. Ja, aber Stefan, was ich dir immer noch sagen will, es kommt nicht nur aufs Aussehen an. Was? Ah, cool, sie hat's gelernt. Was bringt mir persönlich, also jetzt in meinem Fall eine Frau, die total geil aussieht, aber einen total scheiß Charakter hat, bringt mir so gut wie gar nichts. Außerdem sagt man immer, aus einer schönen Schüssel isst man nie alleine, ne? So, Stefan glitscht durch die Tür. So, nochmal duschen und dann gehen wir ins Bett. Fische wurden hier gefüttert, ne? So. Wups. Dann leg dich mal Hai an. Und wir spulen ein bisschen vor. Diva guckt sich immer noch die Fische an. Eigentlich, dass sie uns irgendwann aufs Aquarium springt, ne? Wäre nicht so geil. So. Missionsziel haben wir momentan keines. Ah. Die war ist ein bisschen verspielt. Also verspielt habe ich auch noch keine erwachsene Katze erlebt. Muss ich ehrlich sagen. Ja, sehr gut. So, und hier recyceln. So. Wisst ihr eigentlich, warum Katzen mauzen? So wie es Diva gerade tut. Die Katzen versuchen, mit uns zu kommunizieren über das Mauzen. Und von uns Menschen wird es halt positiv aufgefasst und deshalb machen die Katzen das auch. Wir können ja mal zum Mittagessen, eine Nudelsuppe wäre nicht schlecht. Und deshalb mauzen Katzen, weil sie mit uns kommunizieren wollen und sie sehen ja, dass das von uns positiv aufgenommen wird.
Lecker Nudelsuppe. Ja, nun nimm doch mal raus. Deine Nudelsuppe. Ich denke, du hast das gelernt, dass du keine Möbel zerstören sollst. Na gut, dann musst du mal aufstehen. Lord. Lord Tobin. A Lord. Ich würde Diva jetzt gerne ein Spielzeug kaufen, aber so wie ich das Spiel kenne, schenkt mir das Spiel auch irgendwann ein Spielzeug für Diva. Können wir Diva dafür eigentlich loben? Nein. Inspizieren, okay. So, okay, abspülen. Und was machen wir jetzt so? Wollen wir Diva was beibringen? Komm her. Können wir noch irgendwas? Wir könnten Diva beibringen, die Toilette zu benutzen. Flakoba. Gut, dass es jetzt diese Toilette sein muss, ist nicht so geil. Und sie kommt da eh nicht rein, von daher bringen wir einfach mal was anderes bei. Auch wenn ich glaube, dass man Katzen keine Kommandos beibringen kann, aber naja, was soll's. Weil Katzen sind ja ziemlich eigensinnig gewesen. Schlafen. Na gut, dann gehst du halt schlafen. Ich habe gerade bei Diva gesehen, Hunger. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Bis wir hier irgendwie mal was Neues kriegen. Ich kann mal in den Pool gehen. Du sollst aber auch noch den Napf füllen. Mann. Erst Napf füllen, dann Pool gehen. Nee, das wollte ich nicht. Kann nicht so schwer sein. Neues Ziel ist nicht vorhanden. Ja, das ist jetzt wieder das Doofe, dass man hier echt so lange warten muss, ehe mal ein neues Ziel kommt. Da darf man sich in der Zeit selbst Gedanken machen, was man macht. Also das bringt die Fitness ganz schön nach oben. Jetzt? Ich müsste mir schon mal die Nase putzen. Was ist denn heute los? So, jetzt habe ich mir ganz heimlich die Nase geputzt.
Ja. Schnupfen hatte ich erst. Brauche ich den schon wieder. Komm, wir werden erstmal eine Nudelsuppe. Wir haben schon zum Mittag irgendwas mit Nudeln gegessen. Kann man das jetzt auch machen? Aber in dein Futter kommst du, Diva, ne? Ja, kommst. Sehr schön. Kann man auch irgendwas lernen? Mechanik, nö. Ja, du musst halt ein bisschen in den Himmel gucken, in die Sterne. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Also mal langsam schlafen zu gehen. Ach. Katzengejammer. Was geht denn da draußen ab? Ach, das ist nur Diva. Ich wollte gerade sagen. Bricht einer in unser Haus ein, wie es ja schon bei Alice der Fall war? Jo, natürlich haben wir immer noch keine Aufgabe. Die Bedürfnisse sind jetzt auch nicht so niedrig, dass ich jetzt sagen würde, ja komm, kümmern wir uns mal drum. Aber Stefan muss ja arbeiten in 3 Stunden. Was wird denn essen? Ach so, wir lernen, wie man Müsli zubereitet. Gut, okay. Damit kann ich dir jetzt nicht so wirklich dienen. Diva spielen, Diva liebhaben. Wo ist eigentlich Diva? Vor Fische. Von Fischen halt, ne? Also. Ja. Ja, sehr gut. Gefüllte Waffeln, was will denn der noch alles lernen? Natürlich geht er mit dem Ärmel vom Schlafanzug rein, da ist jetzt schön nass. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Was soll ich jetzt noch mit Drago sprechen? Wer ist Drago? Klingt wie ein Deckname von Graf Dracula irgendwie. Blor, blor, blor. Ja, wenn du mit der Katze spielst, musst du auch damit rechnen, gekratzt zu werden. Leveram? Leveram? Wurfam? Brüssibar Wurfam? Brüssibam? Abwurfam? Können Sie ja mal dafür loben, dass er Tierfutter frisst? Wurfwasabau. Wurfwasabau. Havodibibau. So, da ist unsere Fahrgemeinschaft und jetzt geht's mir wieder arbeiten. Für 812 Simoleons am Tag.